Servus zusammen, Salve a tutti. Es ist genau 17:30 Uhr, Freitagabend. Die Woche ist rum und das war eine ziemlich heiße Woche. Bevor ich anfange, Folgendes für euch zur Info: Das ist das hier. Am Mittwoch mache ich mit meinen Kumpels, mit Falk und Arne Elsner, so ein kleines kostenfreies Webinar. Fängt um 18 Uhr an. Da geht es letztendlich darum, was denkt der Falk? Ich mache das mit Falk zusammen. Was denkt der Falk? Geht der Markt hoch oder runter? Wir reden viel über Einzelwerte. Welche das sein werden, das entscheiden wir am Mittwochvormittag. Und dann ist das am Abend um 18 Uhr. Dauert wahrscheinlich so ganz grob 2 Stunden bis zu, je nachdem, was euch da interessiert. Und den Link, den Anmeldungslink, den stelle ich unter YouTube. Dann das Zweite, das müsst ihr auch wissen. Das ist die neue Marktkapitalisierung. Linde ist ja raus. Größter Wert ist momentan die SAP, gefolgt von Siemens, dann kommt schon die Telekom, Airbus und Allianz. Der Rest kommt erst weiter hinten. Jetzt wollte ich gerade mal schauen, VW, ja, das sind die heute von 16:40 Uhr. Die sind wahrscheinlich ein bisschen höher noch. Obwohl, hier ist er schon 142. Also, SAP der größte, Siemens, Telekom, Airbus und Allianz. Das nur zum Sagen. Ich habe dann heute im Laufe des Tages, vor allem heute Nachmittag, ein paar Mails bekommen. Wie kann denn das sein, dass ein VW so steigt? Also hier ist meine Erklärung dazu, die können wir gerne diskutieren. Das gesamte Umfeld, wirtschaftliche Umfeld, ist ja momentan alles andere als positiv. Steigende Zinsen, Arbeitslosigkeit, Inflation, drohende Rezession. Und man liest in schöner Regelmäßigkeit alle ein, 2 Wochen, dass irgendwelche Chefs von den Banken sagen, hier, das wird so schlimm und das, die Börse geht runter und, und. Waren auch amerikanische Investmentbanken dabei und das liest man dann. Ist natürlich nicht schön. So, wenn dann vor diesem ganzen Hintergrund auf einmal eine VW so Zahlen raushaut wie heute. Wir kennen all die Probleme. Chipmangel, China zu, die Zinsen gehen hoch, Kredite für die Autofinanzierung wird teurer und, und. Ja, und ich habe es vorhin wirklich nur im Vorbeigehen gelesen, ein Satz, ja, dann hat halt VW die Preise erhöht. Das ist wahrscheinlich nicht alles. Also ich muss mir das mal komplett durchlesen, aber das war so hektisch hier. Aber die haben da Zahlen rausgehauen, die sind sensationell. Lufthansa genauso. Wenn sowas bei VW passiert, muss man sich das so vorstellen, hier ist insgesamt eine größere Zurückhaltung im Markt. Und auf einmal fokussiert sich dann alles auf den Wert, der die Zahlen bringt. Sei das VW, Lufthansa, wir hatten AIXTRON, wir hatten Sixt. Ja, die können gut sein, die können schlecht sein. Es sind aber nicht nur die Zahlen, sondern es ist meistens der zweite Satz, der dann publiziert wird. Und der Ausblick ist gut oder nicht gut oder vorsichtig. Das ist fast noch wichtiger als die eigentliche Zahl, ist meine Meinung. So, und da hat jetzt also VW da Kracherzahlen rausgebracht. Das ist also echt erstaunlich, ich muss schon sagen. Und die haben natürlich auch dementsprechend Einfluss im Index. Also das ist meine Meinung dazu, kann man wie gesagt gerne diskutieren, aber ob ihr long geht, dann so ein Wert, wenn die Zahlen gut sind, das überlasse ich euch, aber Short ist verboten. Das kann man einfach nicht machen. Also auch wenn die 5% gestiegen sind, ach, das höre ich immer wieder, ach, die sind jetzt schon 5% hoch, na, ich gebe mal was, ich gehe mal Short. Nee, 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 die müssen sich dann erstmal austoben. So, und jetzt kommen wir mal zum DAX. Also, das war eine heftige Woche. Freitag, Donnerstag, Mittwoch hier. Wir haben letzte Woche am Freitag, war der schon relativ weit unten, habe ich auch gesagt, oh, ich glaube, wir beschäftigen uns mal mit dem unteren Band hier, mit diesem Bereich. Dann ist der am Montag gleich direkt mal hochgezogen. Habe ich auch gedacht, wow, Respekt, wo kommt das her? Also völlig gegen das, sagen wir es mal, Marktsentiment. Um dann gestern ordentlich abzusaufen und gestern um, sagen wir mal, um 10:30 Uhr, hat, glaube ich, kaum einer gedacht, dass wir dann hochgehen auf eine 15.580. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es waren nur wenige. Was interessant ist an dieser Tageskerze, ist aus dem Band raus ins Band rein. Das ist immer positiv. Ja, auch wenn es von oben rausgeht und wieder reingeht, ist es immer negativ. Bei solchen Seitwärtsmärkten, und das ist nichts anderes, wir sind nach wie vor in dieser Range. Wir waren da mal kurz drunter, aber wir sind in dieser Range drin. Rate ich dazu, dass man sich einfach mal die Stunde anschaut. Die Tageskerze ist zu langsam. Ja, und die Stunde, hier war ein Hammer. Außenband raus, ins Band rein. Beim Hammer legt man den Stopp immer ungefähr 30 Punkte unter den Stängel, ja, also unter den Schatten, unter den Stiel, ja, unter die Lunte, also irgendwo hierhin.
Und es war zugegebenermaßen also auch ziemlich schwierig. Ich war nicht dabei, ich hatte kein Internet, es war ätzend, aber na, jetzt habe ich alles wieder, jetzt läuft es alles wieder, ich darf wieder mitmachen. Und da hatten wir nochmal so ein Ding. Das ist zwar von der Form her ein Hammer, aber da nicht tiefer war als der, durfte man das nicht als Hammer so betrachten. Aber trotzdem, Außenband raus, ins Band rein und Tschüssikowski. Dass der dann da so hoch geht, also das hätte ich auch nicht gedacht, ja. Sowas hier, das hätte ich mir vorstellen können, so eine 15.460, aber nicht dann nochmal mehr drauf. Das zeigt mir auch das, und ich lese es auch heute wieder überall in den Ad-Hoc-Nachrichten, der und der Hedgefonds reduziert seine Short-Position. Überall war das heute wieder zu lesen. Ganz vielen Werten müsst ihr mal gucken. Aber zurück zum Tag. Hier ist er. Jetzt sind wir, gestern waren wir sogar unterhalb des unteren Bandes, jetzt sind wir wieder genau, also wirklich punktgenau hier dran. Das hätte ich heute Morgen auch nicht gedacht. Deutlicher weg von der 20-Tage-Linie, die in den letzten Tagen immer wieder ein Hindernis darstellte. Die Bänder bleiben eng. Unten 15, 2, 19, zu oben hier 15, 5, 81. Das ist nach wie vor eng. Wir bleiben positiv, leicht positiv über den Trendfolger MACD. Wir sind im neutralen Bereich, leicht positiv über die Stochastik. Also von daher, ich möchte es mal so formulieren, der muss diese blaue Linie jetzt in diesem Anlauf, muss er sie rausnehmen. Das muss er einfach machen. Wenn er das nicht macht, das ist hier die 15.600, wo ist es denn ganz genau? 15.658. Wenn er die nicht rausnimmt und sich wieder verbraucht, dann wird es blöd. Aber er hat jetzt mit diesem Momentum hier auf jeden Fall die Chance, das zu tun. Diese beiden Kerzen vernaschen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Kerzen, wenn ich die hier mitnehme, den Schlusskurs 10, noch dann sind wir 11, 12, 13, 14. Das ist Momentum, das ist Impuls, das ist Dynamik, die da reinkommt. Und mit der hat also insbesondere an diesen Tagen hier kaum einer so gerechnet. Ja, es ist ja auch keine tollen Wirtschaftszahlen, also Wirtschaftszahlen. Ja, Finanzzahlen von VW ist eins, aber ich rede von Wirtschaftszahlen. Das ist nicht so prickelnd. Ich habe euch die gleichen Scheine mitgebracht wie letzte Woche, nur da haben sich die Hebel zum Teil ganz erheblich verändert. Deswegen, ich lasse die jetzt hier einfach mal stehen, die könnten euch oder sollten euch bekannt sein, aber gucken wir auf die Veränderung der Hebel. Ich lasse die auch alle so drin, ich habe sie angepasst von der Basis hier und ich lasse die alle so drin. Und noch eins, ich mache mal mit euch das, was nächste Woche kommt. Da ist nämlich einiges dabei, was euch auch interessieren dürfte. Und zwar Montag, da ist nicht so viel. Ich bin jetzt nur bei den Unternehmenszahlen. Henkel am Dienstag, Zalando am Dienstag, Schaeffler. Das wird bestimmt interessant. Irgendwo habe ich vorher gelesen, dass Frau Schaeffler, heißt jetzt Thumann, Frau Schaeffler-Thumann, dass die aus dem Aufsichtsrat zurücktritt. Na gut, die Dame ist auch nicht mehr die Jüngste. Ist bestimmt anstrengend. Schaeffler wird spannend. HelloFresh, heute auch mal. Ich weiß nicht, ich glaube 8% gestiegen. Dann Adolf Dassler am Mittwoch, Conti am Mittwoch. Und wenn so eine VW gekauft wird, dann, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, dann guckt man automatisch auf eine Daimler, auf eine BMW. Dann schaut man auf die Nebenwerte, also die Autozulieferer. Da ist eine Conti auch dabei. Bei Lufthansa, wenn die steigen, ist es oftmals Fraport, der mitsteigt. Und so zieht sich das halt dann durch. Sagen wir, am Donnerstag ist Hugo Boss, Deutsche Post. Ja. War jetzt auch nicht so prickelnd in den letzten Tagen, aber ich sehe sie jetzt gerade eben hier nicht auf meinem Chart. Dann Hannover Rück, kontinuierlich guter Wert. MLP gibt es ja noch. So, und das war's für nächste Woche von den Unternehmensdaten. Also das bleibt super spannend. Ich bin weniger im DAX drin, ich bin mehr in den Einzelwerten. Und das ist auch richtig spannend momentan. Also schaut mal, ob ihr am Mittwoch Zeit habt. Nächste Woche mache ich dann die Bekanntgabe für die Invest. Da springe ich nämlich auch rum an allen 2 Tagen. Und was haben wir sonst noch? So, und dann gibt es nochmal ein Webinar mit der deutschen Börse, also mit der Börse Frankfurt, mit der EDA. Jetzt weiß ich aber aus dem Kopf nicht, wann das ist. Aber das sage ich schon auch früh genug. Mittwoch ist das erste und den Link lege ich drunter. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.